genug. Ergebt euch. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eurer Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Rette ich ihn. Jin, was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Ich ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen. Schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele! Deckung! Ins Gras! Die suchen sicher nach dir. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Kechi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Musik.
하루 응? 어째 스베리 Hör dir Gorben!
Anführer können alles. Wie gesehen. Er war's. Er sprang von einem Gebäude. Wie friedlich es hier ist. Was ist das für ein Ort? Ein Besucher. Fürst Jinroku wird sich über einen weiteren Krieger freuen. Ich dachte, ihr wärt Fürst Jinroku. Doch ihr seid noch ein Samurai. Willkommen, mein Herr. Noch ein Samurai? Habt ihr nicht von Fürst Jinroku gehört? Er ist ein legendärer Samurai. Ich würde ihn gerne treffen. Wann kommt er zurück? Bald. Esst mit uns zu Abend. Vielleicht erzählt er euch eine seiner Geschichten. Ich bin zurück von meiner gefährlichen Mission. Keine Sorge, mir geht es gut. Oh, ich hatte keinen Besuch erwartet, aber natürlich freuen wir uns, dass ihr hier seid. Danke. Mir war nicht klar, dass andere Samurai überlebt haben. Was für eine grausame Schlacht, nicht wahr? Die Strände von Komatsu waren blutrot an jenem schrecklichen Tag. Die Schlacht war bei Komoda. Natürlich, vergebt mir. Ich bin müde vom Reiten. Bitte, Nabe wird euch das Bad zeigen. Wir unterhalten uns beim Essen weiter. Bitte folgt mir, mein Herr. Was wisst ihr über Fürst Jinroku? Er erzählt uns alles. Wäre er nicht gewesen, hätten wir die ganze Insel verloren. War er bewaffnet, als ihr ihn traf? Er hat alles gegeben, um Tsushima zu retten. Außer sein Pferd. Es ist im Stall. Mein Bart kann warten. Ich will mir das Pferd ansehen. Ein Ackergaul. Kein Schlachtross. Normales Werkzeug. Nichts Außergewöhnliches. Ich kenne diesen Sattel. Er gehört der Fürst Higuchi. Jinroku ist kein Samurai. Ich bringe ihn zum Reden. Wo ist Jinroku? Er ist fort, kurz nachdem ihr ins Bad seid. Es war wohl sehr wichtig. Ich finde ihn. Wir müssen reden. Bleib stehen, du Narr! Halt! Bevor es zu spät ist!
Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ich habe niemandem Leid zugefügt. Ich fordere euch zum Duell heraus. Ihr wollt kämpfen? Ja, es ist der einzige Weg. Wenn ihr das wünscht, nehme ich an. Ich will nicht sterben. Ich ergebe mich. Es tut mir leid. Sagt mir, wer ihr wirklich seid. Ich bin niemand. Ich versuche nur zu überleben. Ihr gebt euch als Samurai aus und bringt Schande über den Namen. Und ihr nutzt diese Frauen schamlos aus. Ich weiß. Bitte, mein Herr, lasst mich am Leben. Ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Verschwindet. Und wenn ich euch je wieder mit dieser Rüstung sehe, beenden wir unser Duell. Fürst Sakai, willkommen zurück. Jinroku ist nicht der, für den ihr ihn hieltet. Er war gar kein Samurai. Ah, er hat euch die Wahrheit erzählt. Ihr wusstet, dass er lügt? Er schien harmlos und wir genossen seine Gesellschaft. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht getötet. Er lebt. Doch er wird nicht zurückkommen. Ich sage den anderen, dass er eine wichtige Mission hat. Wir kamen ohne ihn zurecht. Das werden wir wieder. Entschwindendes Licht. Die Schatten locken voran. Nächtliches Licht lenkt. Los jetzt, Kage! Hey! Das
Alles wird wieder gut. Es ist vorbei. Ich danke euch. Vorsicht da draußen. Bitte, nehmt dies. Du hast mich gefunden. Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Noch nicht. Aber ich suche noch. Sicher findest du bald jemanden. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Los jetzt, Kage! Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schiefläuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein. Und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn, um meine Familie zu retten. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. Taka, er hat viel durchgestanden. Schon vor der Invasion. Aber du warst für ihn da. Jemand musste ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Meinen Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können.
Hier durch. Wenn sie uns sehen, töten sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Und sie kalt machen. Was meint ihr, Jin? Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundet. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Bleibt wachsam. Ja, Onkel. Bleibt an ihm dran. Dass hier Bären leben? Tun sie nicht, aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Wir sind keine Barbaren, Jin. Hier ist der Bär gestolpert. Stirbt er? Nein, aber wir kommen näher. Seid bereit, Jin. Ja, Onkel. Darf ich schießen, wenn er noch lebt? Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Ihn. Vorsichtig! Er könnte noch leben. Der Pfeil hätte ihn nicht töten sollen. Schaut, Onkel. Eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Ein Assassine! Aus Yarikawa! Verräter! Ihr fallt dem Shito in den Rücken! Fürst Sakai! Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher, wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen, mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nehmt sein Leben. Ehrenvoll. Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Jin, was ist? Suchen wir deinen Bruder.
Sie dürfen uns nicht sehen. Benutz all deine Sinne. Denke und beweg dich wie ein Dieb. Dort, ein Gefangener. Tucker? Finden wir es raus? Nein, das ist nicht Tucker. Wie seid ihr reingekommen? Wir müssen weg. Wir reden, wenn es sicher ist. Na los! Gehen wir zum Fluss. Dort sind wir sicher. Seid ihr von den Strohhutronin? War ich. Ich bin abgehauen, als ihnen langsam die Rationen ausgingen. Fürst Shimura wurde gefangen genommen. Jetzt brauche ich mehr Schwerter. Sucht ihr nach Arbeit? Nein, aber die anderen Strohhüte vielleicht. Zuletzt machten sie Jagd auf die Mongolen in der Zuzu-Präfektur, an der Küste nahe dem Kishi-Grasland. Ihr sagtet, sie verlegen die Sklaven. Wohin? Sie erwähnten die Asamo-Bucht. Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung, mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Taka lebt in der Asamo-Bucht. Die Stadt ist umgeben von Mauern. Hineinstürmen ohne Plan bringt ihn nur in größere Gefahr. Ich habe einen Freund, der könnte uns hineinbringen. Finde ihn. Je eher wir Taka retten, desto eher retten wir meinen Onkel. Jin. Taka schmiedet dir das nötige Werkzeug, sobald er frei ist. Aber danach verlassen wir die Insel. Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Fürst Shimura kann sie aufhalten. Bleib. Kämpf mit für die Heimat. Heimat? Ist, wo Taka und ich hingehen. Mein Freund lebt in der Asamo-Präfektur, an der Grenze zu Tsutsu. Ich treffe dich dort. Ich weiß, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Danke. Fürst Shimura, ihr habt etwas Besseres verdient.
Überzeugt eure Leute, sich zu ergeben. Und ihr seid sofort frei. Verschwendet nicht meine Zeit. Tötet mich. Ihr glaubt, ihr hättet alles verloren. Aber euer Neffe ist noch am Leben. Jin. Meine Männer kontrollieren die Straßen. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen alles an jeden. Und sie werden ihn finden. Fürst Sakai wird bis zum letzten Atemzug kämpfen. So wie ich. Ihr liebt ihn. Wie ihr auch euer Volk liebt. Ihr seid wie ein Vater für sie. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven.